So, meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Fölöd. Wir sind hier vor dem Combat Zone Ding und wir öffnen einfach mal die Tür. Okay. Eine Kampfarena für Raider. Aber sie sind grün. Haben die uns jetzt lieb? Warte mal, ich schicke die Waffe weg. Hallo Leute, ich wollte auch mal eine und damit endet Runde diese kämpfen. Runde. Kate ist der unangefochtene Sieger. Sehr schön. Und kann wer ich ist was das? Zu trinken? Was schon? Der hat hier nichts verloren. Warte kurz. Warte. Okay, okay. Okay, okay, die fighten uns einfach. Das ist natürlich fies. Aber da können wir uns ja easy peasy drauf vorbereiten. Achso, Minenauslegen. Ich weiß ja nicht, wo lang die gehen. Okay, folgendermaßen. Wir versuchen die jetzt sneaky zu schnitzeln. Erstmal die Tante da oben, dem Ding. Ich weiß doch nicht, wie ich es hinkriegen soll. Was schon? Der hat hier nichts verloren! Das hat doch jetzt keiner gesehen! Deine Zeit ist abgelaufen! Ach komm! Er kann natürlich deflecten! Deflected, Bitch! Ja, müssen wir sie halt einfach so killen. Hallo? Hey Psycho, what are you doing? Ach komm. Bam! Oh shit! Ach du Scheiße! Irgendwie ist es bescheuert. Also ich so ein geiles Teil hier mit ganz vielen Leuten und hin und her. Und sie greifen mich einfach an. Ich habe jetzt echt mit einem Dialog oder sowas gerechnet. Ach komm, leck mich doch am Ärmel. Komm, du gehst erstmal. Warte mal. Ich brauche die 7. Oh Gott. Ich sag. Okay, jetzt. Oh fuck, ich weiß nicht, ob die Granate jetzt rausging. Gott! Ich bin gerade ein bisschen behindert, warte mal. Hier. Lauf doch mal bitte in die Granate rein, irgendwie. Ich glaube, da ist keiner reingelaufen, das war irgendwie ein Fail. Aber ich bin gerade zu hart gestuckt da oben. Kurz was naschen. Haben wir Dreck. Haben wir Dreck dabei? Haben wir, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, Fleisch dabei? Hallo. Jo, moin. Schön. Bam! Jetzt nochmal ein. Zack! Und jetzt block ich dich mal, du Sack. Oh, fuck. Und da ist er weg. Gott, was ist das für ein überkrasses Schwert? Ist aber scheinbar nicht stärker als unser Zahn hier. Hat keinen Lust dran gehabt. Kein Blüstle. Haben wir noch irgendwelches Futter? Ja, nice. Komm, jetzt speichern mal zwischendurch. Haben wir doch ziemlich hart getimmelt schon hier. Hallo, Psycho. Bitch! Krass, einfach ein Kritiken schon wieder. Wir sind schon ziemlich grob unterwegs. Da drin sind zwei Leute. Dankeschön, zack, und nochmal, zack. Danke, hör doch mal auf mit Scheiße zu schmeißen. Eliminiere die verbleibenden Raider, läuft bei mir. Oh komm! Arm ab. Besser als Arm dann, ich weiß. Wo ist denn der andere? Ist der oben irgendwo? Piper, was chillst du eigentlich schon wieder rum? Sie betreibt wieder die Chillung ihres Lebens hier hinten. Ich muss direkt schon mal rein. Ja, wir haben Glück oder ihr habt Glück, Ich konnte einfach überhaupt nicht pennen. Deswegen nehme ich jetzt hier noch was auf. Eigentlich wäre es heute nichts gekommen. Heute am Dienstag, ne? Streamtag. Ihr wisst Bescheid, Livestream und sowas. Ab 19:30 Uhr, tsching. Und ja. Ich hätte halt eigentlich jetzt gar nichts mehr aufgenommen, aber ich kann überhaupt nicht pennen. Ich bin jetzt einfach wieder an den PC, aus dem Bett, an den PC. Und nehme jetzt noch was auf. Fallout ist immer so beruhigend. Meistens. Verdammter Feigling. Zum Teufel damit. Ich bin zu schön, um so den Löffel abzugeben. Bin noch da. Was für einen Löffel abgeben. Ihr müsst mir keine Löffel geben, ihr Pieces. Hey, hallo. Seid ihr dann fertig da? Ist es vorbei? So, oh shit, dude. What happened? Tiere auf beiden Seiten des Käfigs. Weiß nicht. Von meiner Position aus sah mir das recht beeindruckend aus. Bist du verdammt nochmal high oder was? Warum frage ich das überhaupt? Natürlich bist du das. Ja trotzdem am Gewinnen, oder? Die Kate. Du bist ausgelaugt und wirst langsam schluderig. Natürlich musst du dir darum jetzt keine Sorgen mehr machen. Offenbar hat der Spaßvogel hier uns gerade arbeitslos gemacht. Dude. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich küssen oder dir mein kleines Vögelchen hier auf den Hals hetzen soll. Ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht mehr so nennen sollst. Okay, Monsieur. Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Ort? Bist nicht aus der Gegend, was? Das ist das Combat Zone. Die beste Arena im Commonwealth. Kate hier ist unsere Hauptattraktion. Mehr als 100 Kämpfe unbesiegt. Früher bedienten wir anständigere Kunden. Aber vor rund 2 Jahren kam eine Raider-Bande an.
Und wir wurden ein exklusiveres Etablissement. Zumindest bis du unseren gesamten Kundenstamm aus dem Genpool entfernt und uns arbeitslos gemacht hast. Ja, chill doch mal, da ist bestimmt noch Geld in den Taschen von diesen Pissen. Scheinbar, ich habe euch das Leben gerettet. Ich habe euch das Leben gerettet. Dafür solltet ihr mir danken. Danken? Dafür, dass du unseren Unterhalt ermordet hast? Tut mir leid, dass wir vor unserem Heiland nicht auf die Knie fallen. Das waren nicht die freundlichsten Jungs. Aber diese Idioten zu unterhalten, hat immerhin unsere Miete bezahlt. Zur Hölle mit denen! Da werden schon neue kommen. Braucht nur eine kurze Verschnaufpause, dann bin ich wieder bereit. Eine Verschnaufpause? Was? Damit du dir noch mehr Dreck in den Arm schießen kannst? Nein, nein. Weißt du was? Ich glaube, das war ein versteckter Segen. Du hast das Ende des Kampfes ja gesehen. Was hältst du von Kates Arbeit? Ich hab's nicht gesehen, aber die hat schon... Ich hab's nicht gesehen. Bin nicht sicher. Hab die Hälfte verpasst. Ja, du warst wohl sehr mit dem Frühjahrsputz beschäftigt. Beeindruckende Arbeit. Du könntest sogar so gut sein, dass du mir einen Gefallen tun könntest. Auch einen Gefallen? Also, das ist mein Problem. Ich habe plötzlich keine Zuschauer mehr. Keine Zuschauer heißt keine Einnahmen. Und wenn du mir keine Kronkorken verdienst, Vögelchen, bist du kein Aktivposten. Dann bist du eine Belastung. Für mich. Und für dich selbst. Also, ich hätte mir Folgendes gedacht. Wie wäre es, wenn du ihren Vertrag übernimmst? Sie begleitet dich, passt auf dich auf. Schau, du würdest mir einen Gefallen tun, während ich hier alles wieder auf Vordermann bringe. Was meinst du? Ich? Und der? Warum nicht? Warum willst du, dass ihr mich begleitet? Ja, Tommy, warum zur Hölle willst du mich unbedingt loswerden? Hör her. Die ist ultra jung, oder? Dieses Dreckszeug macht dich unvorsichtig. Und ich möchte es nicht kommentieren müssen, wenn du am Ende doch zu Boden gehst. Okay? Also tut mir einfach den Gefallen. Ihr beide. Bitte. Ja, also mir... Was sagt Kate dazu? Ich würde interessieren, was Kate davon hält. Meine Meinung ist wohl gar nicht gefragt. Vertrag doch, ich hab ist Vertrag. Gefragt. Außerdem, willst du wirklich hierbleiben? Keine Zuschauer, keine Kronkorken, keine Gesprächspartner. Außer mir. Oh Gott. Gutes Argument. Braves Mädchen. Also, sie ist... Ja gut, da bin ich natürlich... ja, klar. Klar, ich könnte jemanden brauchen, der auf mich aufpasst. Gut, dann ist das geklärt. Und hier, nimm das. Das sind die Einnahmen des letzten Kampfes. Bezahlung für den Kammerjäger. Ja, jetzt mal langsam. Was genau willst du ohne mich hier anfangen? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich richte diesen Ort wieder her. Vielleicht für eine weniger blutige Kundschaft. Und jetzt verschwinde endlich von hier. Du hast hier nichts mehr verloren, Vögelchen. Du bist ein echter Drecksack, weißt du das, Tommy? Das musst du mir nicht erst sagen. Dann musst du wohl zu mir kommen. Ich glaube, die hatten Sex gehabt, die zwei. Hi, Kate. Und? Bereit zum Aufbrechen? Oh, damn, es ist echt schwierig, Leute. Es ist echt schwierig. Also ich, warte mal kurz, Kate. Alte Kartoffel. Also von den Gesichtern her muss ich echt sagen, wenn man jetzt so nach dem Aussehen geht. Warte kurz. Ist Kate schon irgendwie deutlich hübscher, oder? Guckt euch die Kate mal an, aber sieht so jung aus. So gerade mal irgendwie 20 oder so. Die Piper ist schon so 35. Warte mal. Drulla, warte kurz. Alter, die ist total quietschfidel. Was macht Piper? Ihr wisst schon, die Alten, die bleibt einfach stehen. Kate. Bereit zum Aufbrechen? Boah, ich weiß echt nicht, ob wir nicht sie mitnehmen sollen. Sie wirkt so frisch, aber die Piper ist halt so cool. Ich sag einfach mal bereit. Wird Zeit, dass ich von hier verschwinde. Und ist es bisher niemandem gelungen, dich umzulegen, Kate? Oh. Noch nicht. Auch wenn wir es schon Oh, shit. Ich schick Piper nach Spectacle Island, aber werde dann wiederum wechseln und sie von Spectacle Island abziehen. Piper? Hey, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Richtig, ja. Gehen wir? Klar, gehen wir. Wird gemacht. Viel Spaß euch beiden, Piper. Zu schade, dass wir keinen Dreier draus machen. Das wird nie passieren, Kate. Vielleicht nehmen wir Kate doch mit. What the fuck? Wir legen Kate erstmal ab. Spectacle Island. Bitte schön, Kate. Ja, chill ich da mal hin. Das müssen wir uns echt noch überlegen. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Piper oder Kate? Es ist schon schwierig. Pipes oder... Ein echter Klassiker. Or Code. Also die Kate, sie ist schon wirklich fucking amazing, ne? Fucking amazing. Also von ihren Skills her, versteht sich, ne? Fucking amazing. Ist da noch Vorkriegsskill drin? Na gut, gehört mir. Das muss ja der Dödel hier erstmal alles aufräumen, ne? Ist ja total dreckig.
Da sind alle gedownt. Hier oben noch was versteckelt. Ah, hier noch eine Hütsche. Schade, dass wir nicht Sneaky Beaky Action machen konnten. Ach, das habe ich aber noch gesehen. Ne? So ist es nicht. Dann können wir jetzt mal direkt nach Spectacle Island. Nein. Ah, ja doch, es hat geklappt. Und legen mal unser ganzes Zeug ab. Wir haben jetzt sehr viel Krimskrams dabei, also Schrott. Wir gucken mal, wie sich die Kate so einlebt. Und ja, krass, schon Level 30. Wir haben noch nicht mehr irgendwie eine Ding gemacht. Wir sind in der Hauptmission noch nicht wirklich weit und haben noch nicht irgendeine so eine Zwischen-Ultra-Hardcore-Add-On-Mission angefangen. Und sind einfach schon Level 13. Abnormal. Prepare for the future. Get in the vault and get fucked. In the bed. Ja, so war das damals, ne? Naja. Die Ladezeiten sind wieder höchst ambitiös. Sehr nice. Sehr nice. Ah, jetzt, oder? Ne, fuck. Ach, na also, es geht doch. Und direkt rein in die nächsten Wartezeiten. Acht Leute, holy fuck. Leute, wir müssen uns da mal ein bisschen kümmern um Spectacle Island. Es geht doch nicht. Ist wahrscheinlich noch nicht mal, keine Ahnung. Haben wir da Essen da gepflanzt? Wohl kaum. Haben wir da genug Betten? Wahrscheinlich nicht. Das müssen wir schon irgendwie hinkriegen, ja. Unser spektakuläres Island. Ach ja, genau. Und ihr habt mir gesagt, wo diese Spawn-Matten sind. Und zwar ist die Spawn-Matte... Seit wann ist es denn so still hier? Hier leben jetzt endlich Leute. Du sagst, es sei still hier. Gott, wie sieht denn der aus? Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Shit. Das ist ein alter Mann. Beim Hinlaufen dachte ich, ah, okay, das ist der Preston. Dann ist es einfach so eine Truller. Leute... Ach, das ist der erste Wiggler, ne? Und zwar ist bei, sind bei Ressourcen, ist, da ist diese Willkommensmatte, da ist sie. Nur eine pro Ort verlegt den Schnellreiseankunftspunkt. Also da, wo wir dieses Ding hinlegen, dort reisen wir dann auch hin. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir, oder wie wir hier am besten bauen. Ich denke, es wäre schon lässig, wenn wir hier, ja, hier vorne halt uns richtig schön aufbauen. Wir könnten hier noch ein paar Stege machen. Ich hab Bock auf so eine Stegkonstruktion, da vielleicht ein paar Läden drauf, hier überall diverse Läden auch und hin und her. Wir haben jetzt 7 Leute, what the fuck? Oder fehlt die Truller noch? Wahrscheinlich fehlt die Truller noch. Ich bin halt echt schlecht im Haus oder Häuser bauen. Aber wir haben hier ja eh noch ein bisschen Platz. Ich stelle hier aber gerade mal noch genug Betten rein, dass das schon mal geklärt ist. Betten. Und da habe ich das eigentlich richtig verstanden. Können wir jetzt diese Geschütze einfach überall hinstellen, um dann mehr Reichweite zu bekommen? Ja, ne? Ich glaube, das wurde so gesagt. Ja, warte mal, ich klopfe mal den Schrank da weg. So. Und schon haben wir hier genug Betten. Kommt da noch eins hin? Ich arbeite gern mit dem, was da ist. Wie ihr hier merken könnt, super gut. Also haustechnisch nicht. Den Baum lassen wir, haben wir gesagt, ne? Genau. So, Wasser brauchen wir. Jetzt könnten wir hier doch eigentlich mal so ein Riesenwasserding machen. Das soll ja immerhin unser Hardcore Ultra Super Duper Pultra Ding werden. Und da könnten wir eigentlich so einen fetten Wasseraufbereiter hinkloppen, oder? Hier. In the water. Ja, hier muss es irgendwo hin, da unten. Hätte man es eben hinbauen können. Aber da will ich Stege hinbauen. Ich mach's da drüben hin. Ich mach's da vorne auf die Seite, glaube ich. Das benötigt 5 Strom und produziert 40 Wasser. Das ist euer Tipp, euer Tipp an mich, den ihr mir jetzt schon mehrfach geschrieben habe, dass ich sowas machen soll, weil dann haben wir immer ganz, ganz, ganz viel Wasser. Das ich trinken kann halt auch, ne? Das überschüssige Wasser wird abgelagert. So. Das hat jetzt halt nochmal viel gekostet, aber gut. Da muss man mal durch. Durch wie ein Lurch. Generators. Wenn man hier direkt einen Fünfer hier stellen, ins Wasser reingesetzt. Boom, Schagalaga. Zack und zack. Und jetzt läuft natürlich die Wassergeschichte. Jetzt läuft's. Guck mal, wird das da drin noch direkt. Hoppala. Das ist schon richtig gewesen. Ne, ist schon gut. Wird das da drin auch direkt irgendwie. Ist das nur eine Statuslampe oder wird das da auch. Das sieht doch funktionsfähig aus. Das sieht doch funktionsfähig aus. Sehr gut. Okay. Jetzt müssten wir halt eigentlich. Also, man hat es ja schon gesehen. Wir haben jetzt ultra die Wasserproduktion und das lagert sich auch ganz langsam dann in. Hier in der Werkstatt ab. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Schutz. Ist logisch, ist klar, ist logisch, logisch. Wir setzen erstmal auf Menschen, auf menschlichen Schutz. Wir bauen hier diverse Stände hin, die hoffentlich auch besetzt werden und stellen dann in die Mitte ein Geschütze, die das Dorf verteidigen. So von aus der Mitte heraus irgendwie. Denkt dran, Gravitation ist eine Illusion.
Das ist alles gar nicht mal so wichtig. Wo sind jetzt die Leute? Du bist doch bestimmt... Ach so, hier ist ja doch noch... Hier ist ja schon was zu essen. Hey. Ist hier irgendjemand gerade... Die Frau vorne, ist sie da noch vorne? Frau? Hey, du stehst da rum. Hat die sich festgestackt oder was? Das sieht eh nicht so passend aus, als könnte man da einfach... Oder? Guck mal, ich mach mal den Stuhl ein bisschen weiter nach hinten. Mach das Ding hier weg. Und mach die Angel da weg. Vor allem, wenn man da wieder Zahnräder bekommt, die auch sehr, sehr selten sind. Und jetzt lassen wir die Alte hier mal ein bisschen arbeiten. Guck mal, geh mal hier ran. Ne, nicht an den Baumstumpf, da, so. Ja, sie hat sicher gesagt. Und schon haben wir 9. 9 Schutz! Und ja, genau, weil nämlich jetzt auch die anderen, das andere Ding besetzt wird automatisch von jemand anderem, glaube ich. Ja, doch, klar, muss ja sein. Ja, okay, Leute, passt schon. Kann mir eigentlich jemand sagen, ob diese Geschütze, ob die 360 Grad, beziehungsweise können die, ja, doch, können die halt einfach sich einmal drehen? Oder haben die nur so ein 180 Grad Sichtfeld? Wie sieht das aus? Ich mache hier noch eins hin, das einfach auf die, oder zu der Basis hinzielt. So. Okay. Das sieht auch schon mal nicht schlecht aus. Okay. Jetzt bräuchten wir, wobei, also wir bräuchten natürlich noch, dass das ein bisschen schicker ist. Erstmal so, wie es hier ist. Das liebe ich übrigens, dieses langsame Entstehen. Ein paar Lampen. Wir haben so Strahler. Wir haben aber auch, oh, wir haben richtige Straßenlampen, die wir auch anschließen können. Oh mein Gott, wie cool. Wie cool. Aber irgendwie passen die nicht so richtig, die Straßenlampen. Passt die hier? Minimal besser. Die passt, glaube ich, noch besser, oder? Oh, Umbel, die passt ja super. Ne, das ist alles irgendwie nicht so ganz das Wahre. Nicht so ganz das Wahre. Was ist denn das hier? Stroboskoplicht. The fuck? Fucklicht. Ja, das ist eine Dinglampe. Ja, ich mache einfach jetzt hier so eine... Ich finde, die ist nicht so schick. Die passt wirklich voll in die Stadt. Das passt, würde wahrscheinlich am ehesten passen, in dieses... Da haben wir es ja. Ah, die Lampe, das ist natürlich super, 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 super. Das kam schon mal bei einem Gude da. Alles super. Das ist echt nice, oder? Wenn das hier noch dran gehen würde, wäre das so schön. Oh ja. Ja, auch hier außen. Ja, wisst ihr, wir wollen nicht überrascht werden von irgendwelchen Penissen. Und soweit ich weiß, brauchen wir dafür jetzt nicht ein Strom, sondern einfach nur Strom. Das heißt, wenn wir dieses Haus gleich mit Strom versorgen, läuft's. Das wird dann total schön hier, ne? Ich hab's schon vor mir. Die Kinder spielen hier total hübsch rum. Die Erwachsenen spielen hier richtig schön. Alles ist toll. Und so. Da vorne noch hier was hin. Ach Gott, voll die Verschönerungsmaßnahmen. Ich bin Tine Wittler, krass. So. Schön. Schön. Gut, oh gut. Jetzt, das war ein Fehler. Jetzt bauen wir hier irgendwo so ein Windkraftapparat. Kenn ich nicht. Weiß ich nicht. Terrarium, kann ich nicht lesen. Also ich würde gerne so ein Windrad hier oben draufstellen. Hier passt es doch perfekt. Weil die, glaube ich, also soweit ich weiß, lautlos sind. Aber die produzieren nur 3. Und wir könnten dafür davon auch nur 13 machen. Guck mal, hier können wir 55 machen. Der bringt genauso viel. Also ich glaube, da machen wir lieber Generatoren. Warum sehe ich bei den Generatoren nicht, was sie verbrauchen? Naja. Ich mach den Generator einfach nach oben, da stört es nicht so sehr. Hier oben wird nämlich niemand wohnen, das werde ich nicht erlauben. Ich will nicht, dass man mir auf den Kopf scheißen kann. Hier. So, passt auf, ich mache den Generator hier hin. Und jetzt passt auf. Die Lichter werden wahrscheinlich nicht direkt angehen, oder vielleicht doch? Lichter? Nee. Denn man braucht dafür, und das weiß ich nicht, ich habe sowas. Ich hab, wir brauchen einfach so eine Leitung. Die ist jetzt hier. Jetzt kann ich nicht. Komm schon. Stopp. Ja! Ah! Ah Gott, bin ich gut, Alter. Shit! Aber das ist das andere wenigstens an da drüben. Man muss halt diese Leitung jetzt verlegen. Okay, also ihr werdet sehen. Oh, das sieht nice aus. Das passt voll gut dazu, oder? Komm, gib mal zu, dass ich jetzt endlich mal hier. Also ich muss selbst zugeben, dass ich nicht so gut bin bei sowas. Ich habe irgendwie. Ich glaube, mir fehlt bei sowas wirklich die Fantasie. Weil ich auch eher dann überschattet werde mit dem, wir nutzen das, was da ist und machen gar nicht so viel Neues. Wir gucken, wie und was und warum. Wahrscheinlich kann man jetzt nicht durch etwas durch den Scheiß verlegen. Kann das sein? Eine Jazz. Hm. Was ist, wenn ich ja so hier mache? Oh, so hier? Ah, zack. So, ja. Ah! Und wie? Ja, ist an. Ich hab's
It's on. Wir könnten eigentlich auch hier drin Licht vertragen, oder? Wenn wir ehrlich sind, können wir Licht vertragen. So, gut. Die Verteilung läuft. Die Buchsen sind sauteuer, ne? Warum kostet das schon wegen Keramik? Die Keramik limitiert uns gerade ein bisschen. Hier wird doch noch ein bisschen Keramik-Scheiße rumliegen, oder? Keramik. Ist hier nicht noch irgendwo eine Badewanne oder sowas? Was ist denn das da? Was ist... Waren wir da schon? Das ist also wie ein großer Mann. Was ist denn hier los? Ein Umriss. Ey, da waren wir noch gar nicht, oder? Ah, halt! Ah, hier geht Kackwasser. Brackwasser. Rodux. Radiatoren brauchen wir. Piper, beruhig dich doch einfach mal. Wir gehen gerade zu diesem großen Mann da vorne. Oh shit, das ist gar kein Mann, Piper. Es ist irgendeine Leuchte, die funktioniert. Das ist einfach nur ein Schiff. It's just a ship, Papes. E, ist das geschwommen? Dude, fucking E. Nee, warte, was? What's that? Voll die Maden, Alter. Voll widerlich. Guck dir die Pisser an. wie die aussehen. Poip, what is this? Ist das ein Schiff? Ist das von einem Schiff oben das Ding oder ist das hier ein Gebäude? Das ist ein Gebäude. Das ist ein fest installiertes, in den Stein rein installiertes, total gutes Gebäude. Kennt ihr Leute, die installieren sagen? Du musst das Programm noch installieren. So. Hört ihr das? Boah, ich dachte kurz, da kommen gerade Krabben. Ja, jetzt nehmen wir hier einfach mal alles mit, was wir hier looten können, wenn wir schon dahin schwimmen. Das war's? Ja, auf sowas, es hat auch jemand geschrieben, er fände es cool, wenn wir da drüben auf dieses Ding eine Basis bauen könnten. Das fände ich auch ziemlich nice, wenn man einfach auf diese kleinen Dinge auch Basen bauen könnte. Es gibt auch eine Mod, mit der man überall eine Basis oder ja doch überall was bauen kann. Aber irgendwie ist mir das schon zu weit entfernt vom eigentlichen Hauptspiel. Also ich will schon extrem nah am Spiel bleiben. Wir haben ja ganz am Anfang über Mods gesprochen und haben auch schon ewig nicht mehr drüber geredet. Ich denke, es ist auch nicht so wichtig, weil das auch niemand erwähnt. Ich habe direkt am Anfang gesagt, ich möchte nur Dinge, die maximal das Aussehen verändern, beziehungsweise die Mechanik irgendwie positiv verbessern. Aber ich will keinen Vorteil haben oder so. Also ich dann sogar lieber Richtung Nachteil. Jawohl, Beton. Nicht zwingend Richtung Nachteil, aber ja, am Anfang hat zum Beispiel ja mit diesem Bullet Drop, diesen Realistic Weapon Mod, der übrigens nach wie vor nicht funktioniert, soweit ich weiß. Also ich spüre davon nichts. Ich denke, der ist nicht aktiviert. Der hätte zum Beispiel auch die Schüsse schöner gemacht, also realistischer. Es hat sich dann niemand mehr zu Wort gemeldet und ich denke, es ist egal mit diesen Mods. Also in sowas können wir dennoch, nichtsdestotrotz, investieren, Zeit und ein bisschen gucken. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir wieder diverse Sachen schicken und so weiter und so fort. Aber modtechnisch bin ich so echt zufrieden, wenn es nicht alles verändert. Kann ich vielleicht die Saves da oben drin... Hier ist ja ultra viel Kram. Ah, was bringen die Kisten? Stahl. Ja, nice. Das müssen wir alles noch wegmachen. Hier ist sau viel Holz. Ich glaube, dir das hier bringt jetzt 5 und 5. Und das hier auch. Und dann glaubt ihr, das hier bringt nur 5, wenn man jetzt einfach so den ganzen Ding wegmacht, den gesamten... Ihr wisst, wie ich meine. Addiert sich das auf? Einfach so? Oder ist es einfach alles weg? Es ist mir schon öfter in den Sinn gekommen, diese Frage zu stellen, gerade bei... Hoppala. Ja, ihr wisst schon, auch bei Dingen, die irgendwie gestapelt sind in einem Regal oder sowas. Werden die dann einfach verwertet oder sind die weg, werden die gelöscht? Das wäre mir nämlich nicht recht. Dann würde ich das nicht weitermachen mit diesem Löschen. Kiste noch weg, die Kiste noch weg. Was ist das hier geheftet? Okay, da drin. Das ist ein Scheißdreck. Fuck. So. Muss ich mir eine Treppe bauen, weil dann bist du scheiße. Nur um hier die Kacke wegzumachen. Stahl und Plastik. Plastik ist, glaube ich, auch Mittel. Jawohl. Ich hoffe einfach, dass das addiert wird. Alles. Und dass ich da nicht alles einzeln durchwursten muss. So geht es nämlich deutlich schneller. Vielleicht ist da noch was versteckt oder so. Das wäre natürlich cool. Ist ja immerhin ein bisschen Platz hinten, aber da ist nichts, ne? Holz und Plastik.
Was ist das? Hey, da war noch was. Eine Kiste. Einfach eine reingewurstete Kiste hier. Noch mehr Stahl, sehr schön. Stahl haben wir wirklich genug. Ja, und die Safes, die komplett verschrottet werden können, denn die haben wir alle schon geöffnet. Mit denen haben wir schon alles gemacht, was man machen kann. Und das war's, glaube ich, soweit, oder? Ja, das war's. Kann man die Reifen hier? Nee. Aber immer noch kein weiteres Porzellan gefunden. Ah, da war noch ein. Da ist noch ein Ding gewesen, oder? Guck mal da. Ah, da? Ja, bin ich blind? Da noch ein Karton, du. Zack, du. Fuck. Komm her. Ah, erwischt. So, war hier nicht noch ein Klo irgendwo? Haben wir das schon gemacht? Ah, Gemüse. Oh, Gemüsestärke ist gar nicht so übel. Damit kann man. Jetzt gehe ich gerade in den Baumodus rein. Warte. So. Damit kann man etwas machen. Ich glaube daraus. Oder kann man aus Gemüsestärke Kleber rausziehen? Ich glaube, man kann da Kleber draus entwickeln. Das Boot ist im Arsch, das mache ich ab. Da vorne ist dieses Klo, glaube ich. Dieses kleine Klohäuschen. Da haben wir zumindest noch. What the fuck, Piper, wo warst du? Was hat die gemacht? Warum ist hier ein Eimer? Warum ist hier jetzt ein scheiße Eimer? So, da ist das Klo, das wir noch entfernen können. Und ja, klar, die Stecker brauchen natürlich Keramik, ne, zur, ihr wisst schon, als Sicherung und Lirum Larum als nicht leitendes Stück Code. Wie viel Keramik ist in dieser Toilette, Sir? Sag mal. Immer in der Bewegung kommt man dann da drüber, wenn man sich. Verpisst euch von der Toilette! Ah, zwei Keramik, bin lächerlich. Das ist ein bisschen schwach, aber dafür ultra viel Gummi. Hier ist so viel Gummi. Just so much Gummi und Holz natürlich noch. Hier ist sogar. Kann man sogar einen Stein abbauen? Nee, ne? Nee. Ah, da ist ein Blutblatt. So, das brauchen wir auch für irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was es ist, aber das braucht man auch. Oh, da liegt jemand da auf der Insel. Scheiße. Shit. Ist hier vielleicht was verbuddelt? Ah, ein Grab ist hier einfach nur. Okay. Das war's. Ich glaube, das war's. Kann man die Seepocken da abziehen? Nee. Und das war es dann soweit. Da. Ist es noch die Königin, die wir gefistet haben hier? Mach das rein. Hey, guck mal. Nee, das ist so Blätter. Nein! Nur rein mit der Scheiße, nur rein. Plus 8. Sehr schön, guter Plan. Ach, hier vielleicht noch irgendwie Porzellan oder sowas ähnliches. Kann ich die Fässer verarbeiten? Ah, jo. Komm, jetzt machen wir halt einfach mal voll die Inselparty hier. Dann können wir nämlich hier gleich oder bald weiterbauen. Habe ich das schon untersucht? Ja, ist schon ausgeräubert, alles klar. Diesen Strom hier müssen wir auch irgendwie nutzen, oder? Ah ja, von hier kommen wir dann. Was bringt denn dieser Generator? Der macht wie viel? 26 insgesamt. Müssten wir halt mal gucken. Da können wir bestimmt noch was abzwacken. Die Leitungen gehen ja bis ans Festland. Das gucken wir direkt. Ja, von hier. Cool, ich könnte mich von hier direkt weiter verbinden. Das ist nice. Betten 1? Hä? Da stimmt doch was nicht. Betten 2? What the fuck? Was ist denn jetzt los? Okay, wir gucken gleich nochmal rein. So, raus und wieder rein. Betten 2, Schutz 5? Bin ich bescheuert? Oder zählt der Teil hier hinten der Insel irgendwie separat? So, da ist dieses Ding. Hier können wir abzwacken und das dann weiterverwenden. Ah, aber da vorne ist auch noch eine Badewanne oder sowas gestanden. Ja, da war eine Badewanne, glaube ich. Badewanne. Und da läuft jemand, einfach ein Siedler, der hier über die noch fast unerkundete Landschaft streicht. Ja. Tote Siedler nur. Wir gucken mal wieder rein. 10.
Kann das sein, dass das da hinten irgendwie als anderer Bereich zählt? Ja. A bathtub. Da ist sie doch. Naja, soweit so gut. Das passt eigentlich, ne? Stromtechnisch ist... ja, ich habe ja einfach das Bauen unterbrochen. Stromtechnisch ist ja noch nicht alles perfekt. Wir brauchen noch weitere Leiter. Und zwar noch einen nach da vorne. So, Stecker. Wir könnten eigentlich direkt von da drüben nach hier gehen. Oder? Das geht doch bestimmt. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wie lang so ein Kabel gehen kann. Scheinbar reicht das nicht. Kommst du hier dran? Nein, da geht es durch. Wow, das ist wirklich... Das hätte ich nicht gedacht. Dass man Sachen schwebend hinbauen kann, aber hier scheißen sie sich jetzt ein. Da müssen wir uns halt was anderes... da könnte man uns natürlich noch einen Direktweg überlegen. Von... Ich bin wieder aus dem Ding rausgegangen. Von hier... Nach da drüben oder halt dann hier mit irgendwelchen Erweiterungen, Verlängerungen. Passt nicht. Naja. Müssen wir halt da drüben eine hinmachen. Hier eine hin. So. Und schon sollte das. Komm. Also. Und dahin. Ist es schon an hier? Immer noch nicht. Heide nein. Das war merkwürdig, dass es jetzt noch nicht an ist. So, aber spätestens jetzt sollte es dann angehen. Und sag bloß, es geht dann nicht dran. Ah, doch. Lämpchen. Hä? Lämpchen, du musst angehen. Was mache ich eigentlich? Warum mache ich das nicht hier drin? Bin ich dumm? Voll das Ding verbraucht. So, jetzt aber. Ja, jetzt leuchtet es. Und jetzt könnten wir, denke ich, da es so gut vernetzt ist, auch einfach hier drin weitere Lichter reinbauen. Also zum Beispiel so ein Lämpel. Zack. Und sie ist an. Ich denke, die passen ja ganz gut. Oh, dude. What the fuck, dude? Wie genau kann das jetzt da oben noch nicht verbunden sein? Ach, das ist doch jetzt. Das ist doch jetzt scheiße. Ich mach die Lampe da einfach weg. Dann ist ja in der Ecke halt keine Lampe. Geht sie hier. Ah! Oh! Ah, oh! Okay, dann machen wir es halt hier hin. Nice, nice, nice. Hier gibt es noch logische Gatter, geil. Man kann so viel Kram machen. Ich glaube, man könnte wahrscheinlich ganze Spiele bauen hier drin. Energieproduktion. Ah, ich dachte, das wäre jetzt Solarenergie oder sowas. Das wäre natürlich auch cool. Guck mal, jetzt haben wir noch so ein cooles Open-Schild hin. So. Einfach nur, weil wir es können. Boom! Wir haben geöffnet. Ich würde sagen, da hat sich doch schon einiges, hat sich hier, oder? Hat sich doch schon auf jeden Fall, oder meint er nicht auch? Er ist schon ziemlich gut geworden. Hey, Sir. Was? Ich bin neu in der Gegend. Hallo. Ich wollte mich mal vorstellen. Ich wollte dir persönlich dafür danken. Blabla. Mhm. Also, sag mir, wenn ich... Tauschen. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. In unseren Siedlungen braucht man keine Kronkorken. Hier kann man komplett ohne Scheiße auskommen. 38er. Er sollte schon mindestens eine... Hat das jetzt jemand bestätigen können, Leute? Wenn ich den Siedlern eine... Oh Gott, guck doch mal auf die Zeit. Wenn ich den Siedlern eine Ding gebe, ich reiche dann für immer diese Patrone. Früher war es so. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.